Der Boss haben wir besiegt, also so ein komischer Konstruktboss, der hat da hinten noch eine Kiste gedroppt und ja, wir gehen weiter in diesem Wolkenlabyrinth. Also die Kiste ist jetzt eigentlich vor mir, ne? Oder in anderen Worten hinter mir, wenn ich jetzt da weiterlaufe. Das heißt, ich muss irgendwie hier nach oben kommen, um irgendwie da oben weiterzugehen. Vielleicht wäre ich ja auch am Schluss gewesen, weil da ist ja wieder irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Es ist sehr verwirrend und anscheinend kommt, glaube ich, noch ein Schrein oder das wäre der Schrein gewesen. Weil es sieht so aus, als würde es immer weiter und weiter nach oben gehen. Es hat viele Schiffe, die alle identisch aussehen. Das ist halt so ein bisschen auch die unterschiedliche Sache. Ich habe mir auch schon überlegt, ich könnte hier einfach schneiden und dann sehen wir uns da oben bei einer nächsten Zwischensequenz oder was auch immer kommen würde. Aber ich nehme es jetzt trotzdem hier auf den kompletten Weg. Weil da sieht man, wie lange das eigentlich hier dauert. Und das gehört ja eigentlich ja auch zu einem Let's Play, könnte man sagen. Also wenn man einen langen Weg läuft, zwar kann man tatsächlich auch schneiden oder es auslassen und so. Aber das hier, das gehört ja zur Story. Und ich finde es ja eigentlich noch wichtig, dass man das auch sieht. Ist ein Drache gerade gewesen? Oh! Ich rede und rede und da passiert was gerade. Oha! Da wären Bomben gut. Alter! Okay, der Schwierigkeitsgrad nimmt jetzt zu. Das ist nicht euer Ernst, oder? Vielleicht komme ich auch. Moment mal, da vorne ist ja auch noch was. Er bricht alles zusammen. Ja. Oh mein Gott, ich will nicht wissen, was sich darunter befindet. Klar, es kann auch ein Secret oder so sein. Yeah, yeah. Zwei-Player-Action, let's go. Komm, zeig, was du kannst. Aber triff bitte. Da, komm, dein Gegner. Komm. Was ist mit dem? Ja. Ich muss selber aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Ja, also der. Okay, du hast ihm einen Hit verpasst. Sehr schön. Kakuda-Flügel. Okay, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel Synthese-Power das mir gegeben hätte. Irgendwo sind die Flügelchen da schon gelandet. Ja, da sehe ich es wieder nicht. Toll. Irgendwie höre ich die Musik noch. Ist noch jemand da? Ja, da vorne ist einer. Komm, kill ihn. Eigentlich ist das aber noch ein guter Trick. Einfach das Schild benutzen. Und dann rauf. Okay, der ist abgestürzt. Dort hätte man. Nein, er lebt noch, oder? Der klebt da unten fest. Er denkt sicherlich, hey, wie komme ich durch dieses Dings hier? Durch dieses Schiff hindurch. Tja. Dem fehlt es ein bisschen an künstlicher Intelligenz. Aber wir müssen wahrscheinlich hier. Ja, da oben ist sicherlich ein Secret. Aber dieses Secret, das löst man wahrscheinlich von der einen anderen Stelle. Da hat es ja mehrere Kisten noch. Ja, kann man sich nicht einfach da durchglitschen. Ich stehe fast darunter. Eigentlich könnte man das vielleicht, oder? Wenn man. Ah! Vielleicht ist die Kiste ja auch schon dort. Und man erspart sich da sehr viel Arbeit, oder? Na. Das heißt, ich stelle die mal schnell zusammen und dann schaue ich mal weiter. Ich denke, die Kisten braucht man gar nicht. Ich habe das Gefühl, die Kisten sind einfach nur da, falls man keine Bomben hätte, um die Wand zu, also die Decke zu sprengen. Weil man springt ja von da unten dann nachher nach oben. Und die Kisten haben sie wahrscheinlich einfach hier platziert, dass man einfach da oben durch die Wand gehen könnte. Oder vielleicht irgendwas da hinten machen könnte, weil da kann man ja auch durch die Decke nach oben gehen. Aber ich glaube, ich mache das jetzt auf den kurzen Weg, weil meines Wissens habe ich noch Bomben. Die findet man ja überall am besten. Muss natürlich aufpassen, dass man da nicht getroffen wird. Ja, schau mal, wie weit man da fliegt. Da ist ja auch noch einer. Muss man aber hier durch irgendwie.
Ja, ich hätte nochmal schießen sollen. Okay, hat auch so geklappt. Holzpfeil, ja, das ist gut. Ich habe nämlich jetzt einen vergeudet. So ein richtiger Käfig hier. So ein richtiger Vogelkäfig. Ist da was drin? Holzpfeile nehme ich gerne. Die sind nämlich gar nicht mal so günstig. Jetzt bin ich ja von da unten gekommen, oder? Ja, da gehe ich einfach nochmal schnell nach unten. Ist ja nicht so schlimm eigentlich. Außer der Drache, wo dort ist. So. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich genau hin muss. Ja, ich bekomme schon Besuch. Komm runter, ich habe ein Schild. Nein, ich habe... Es ist jetzt zerbrochen, das letzte Mal. Wo ist er? Komm! Komm! Gegrillte Drache. Ja. Hey, ich habe noch gar nicht gesagt, du sollst hier beginnen. Sorry. Jetzt müssen wir schauen, wo es weitergeht. Hey, es geht aber da vorne doch noch weiter. Okay, gut, wir sind ja von da unten, sind wir nach oben gekommen. Hey, Wind, bitte. Also hier muss man schon ein bisschen aufpassen. Also ich finde das schon ein bisschen eher Garten. Und ich finde es von der Länge her, finde ich schon ziemlich lange. Muss ich... Ah, das ist der Platz von unten gewesen. Da bin ich nach oben gekommen und bin in der Luft gewesen. Und dann geht es wahrscheinlich da vorne weiter. Ja, hier. Aber wie komme ich... Hör, wie komme ich denn dorthin? Was ist los, Kleiner? Jetzt bin ich weiter oben, aber die Frage ist, wo geht's hier entlang? Eigentlich müsste ich ja hier nach vorne kommen. Muss ich mal schauen. Also wenn ich genau auf der Karte gucke, dann ist ja da, glaube ich, ja der Boss gewesen. Also ich glaube es zumindest. Und da oben bin ich jetzt noch nicht gewesen. Ich glaube, ich bin schon von irgendwo da hinten oder so gekommen. Himmelsleiterinseln, da bin ich irgendwie da durchgekommen oder so. Also ich hoffe es, dass das jetzt stimmt, was ich jetzt mache. Ja, don't nicht. Ah, hätte ich drücken müssen. Weil ich sehe sonst gar keinen Weg. Weil ich sehe auf der Karte, jetzt gehe ich eigentlich richtig. Aber von hier aus geht es dann auch oder noch nicht mehr weiter. Außer ich bin komplett lost jetzt. Weil hier... Es geht irgendwie, da hinten hat es ja noch ein paar Luftschiffe oder da vorne noch was. Und da hinten ist auch was gewesen irgendwie. Der Schrein ist da hinten doch gewesen. Ja, jetzt check ich's. Es hat ja zwei Luftschiffe darunter, glaube ich. Oder ich gehe mit dem anderen Luftschiff auf die andere Seite. Seht ihr dahin? Weil da ist ja auch noch mein Luftschiff. Also sind es dasselbe Luftschiff, aber einfach auf eine andere Richtung. Ja, genau, sind wir richtig. Also ich hoffe zumindest nicht, dass ich jetzt am Anfang wieder bin. Und da unten hat sie auch noch eine Eisplattform. Und da oben würde es dann weitergehen wahrscheinlich. Oder? Ja. Nein. Da ist aber eine Eisplattform da unten. Außer das ginge da unten. Wow. Es geht da unten irgendwie weiter. Ah, schlagen kann ich jetzt gerade nicht. Ich hoffe, das ist kein Fail. Okay, gut, ich... Ja, da ist ein Sprungdings. Okay, dann bin ich hier wahrscheinlich richtig. Das bringt mich... Da oben ist nämlich der Schrein. Wir müssen irgendwie hier nach oben kommen. Warte, das ist verwirrend, das Dings, ihr Garten. Ja, jetzt komme ich so weit oben. Jetzt komme ich auf die Seite rüber. Mein Gott. Ich komme vor wie irgendwie bei Super Mario. Komme ich mir vor wie bei Super Mario irgendwie.
Die schießen ja hoffentlich nicht. Halt dich bitte fest. Boah, das war knapp, ey. Bitte, 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 tu mir nichts. Tu mir nichts, tu mir nichts. Komm dahin! Und dann gehst du halt weg. Wo ist mein Pferd, das ich noch nicht habe? Ja, jetzt muss ich dorthin. Das ist ja fast gescheiter gewesen, von diesem Sprung, von dieser Plattform darüber zu gehen, oder nicht? Schaffe ich das von hier? Das ist keine andere. Also ich hoffe, ich bin richtig. Ich denke schon, ich muss ja da zu diesem weiteren Schrein, wo weiter. Ich muss immer nach oben. Aber es ist so, von der Täuschung ist das so richtig krass. Komm, ist wieder oben jetzt. Super Schub. Oder von hier. Komm, gib mir noch ein bisschen mehr Stoß. Hier, genau. Jetzt, komm hinter mich. Komm hinter mich. Nein, komm wieder zurück. Komm zurück. Ich mach das schon, Link. Ja. Stoßwind. Ich hoffe, das stimmt. Ja, super, ey. Super. Man muss schon immer aufpassen, wo man den Wind erzeugt. Und da gehen wir aber durch die Decke, oder? Holy moly, das ist richtig. Ich weiß nicht, wo ich... Ja, da oben. Ja. Also das ist echt heftig, Nintendo. Das ist schon... Ich finde es schon fast ein bisschen übertrieben, ey. Also wenn man hier eine Abkürzung kennt, das würde ich gerne wissen. Was ist das da vorne? Jetzt geht's richtig los. Ja, du steckst da fest. Muss ich hier, da unten ist doch was, nichts das gewesen. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu hoch oben, oder nicht? Ja. Wir sind schon richtig, da hat es nämlich Gegner. Aber ich weiß jetzt nicht, was unter mir gewesen war. Könnten noch mit dem Kleinen einfach da so weitergehen, oder? Komm. Ich hoffe, da ist nichts Vergessenes da unten gewesen. Da unten ist aber was. Eine Eisplatte. Oder? Ich schaue jetzt trotzdem nach. Jetzt kann ich immer noch mit der Decke nach oben. Ah, eine Kochdings hier. Okay, das ist aber nett. Das heißt, wenn man sich da durch diese... Wisst ihr was? Ich glaube, ich koche mir doch noch schnell was. Fische hat es auch noch hier. Mega nett. Wisst ihr, warum sie euch die Fische geben? Weil jetzt was Krasses dann kommt. Damit ihr einfach eine Energie danach habt. Was ist los mit dem Fisch? Ist tiefer geschwommen. Okay, ich koche mir schnell was. Moment. So, jetzt habe ich wieder Essen dabei. Ich sag's euch einfach. Schaut zu, dass ihr da unten vielleicht noch einen freien Platz habt. Also ich weiß jetzt nicht, ob es noch weiter nach unten geht. Aber ich hatte mal so eine Sache, wenn man alles voll hat, dann bekommt man keine Meldung bei den Proviantensachen, also den fertig gekochten Sachen. Und dann verschwindet einfach das Neue, was man erhält. Also passt da auch ein bisschen auf, ne? Gut, dann gehen wir da mal weiter. Ich bin jetzt durch die Decke von diesem Kochtopf da. Es gibt ja auch portable Kochtöpfe für die Leute, die es noch nicht wissen. Also es gibt ja auch, bei den Kapseln gibt es ja auch hier auch so einen Reisekochtopf, ne? Und, ja. Kann man ja auch immer wieder was kochen, wenn jetzt nichts gerade da ist. Aber der ist jetzt spontan aufgetaucht. So, jetzt gehen wir da weiter. Also ich muss sagen, so etwas... Oh! So etwas wie hier habe ich auch schon lange nicht... Nein, jetzt hat er den Strom auf die falsche Seite. Jetzt habe ich zu früh gedrückt. Hat es zu früh... Da war der Kleine. Er muss ja hinter mir stehen. Ich möchte immer, dass er vor mir steht. Aber er steht jetzt gut. Und da komme ich und fliege. Ah, ich glaube, das schaffe ich sogar rüber. So. Oh mein Gott, die sind in... Ah, was ist das? Ich dachte schon, das wäre so ein Bobo-Kling, der sich da infiziert hatte. So. Weg mit dir. Ich hab's eilig. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir.
Oh, ich kann gar nicht mein Schild gerade benutzen. Ist mir aufgefallen, weil ich eine Zweihandwaffe habe. Ja. Könnte ich höchstens am Anfang kurz benutzen. Oh, da hinter mir. Oh, noch ein Vogel. Okay. Das ganze Programm hier. Oh, meine Herzen. Das war nicht gerade nett. Das war nicht gerade nett. Irgendwie bin ich nicht so ein Fan von Zweihandwaffen jetzt im Spiel. Die sind so grottenlangsam. Ihr könnt das übrigens auch erkennen an diesen Symbolen unten rechts. So ein bronzegelbenes Symbol ist Zweihand und der Rest mit so bläulich ist Einhand. Einfach so als Info. Da könnt ihr euch das merken. Und das andere, das ist eine Lanze. So. Mit der Lanze spiele ich eigentlich am liebsten. Was ist hier die ganze Zeit los? Oh, das ist eine Windlanze, wo ich habe. Ich habe eine Windlanze. Darum ist er irgendwie runtergefallen. Er hat mich die ganze Zeit gefragt, was ist los? Wieso treibt es denn immer die ganze Zeit nach hinten? So, was haben wir denn hier? Aber die Lanze ist halt auch so Zweihand, einfach auf die Schnelle. Und ja, da kann man das Schild dann natürlich nicht benutzen. Also man benutzt das Schild davor. Keine Sorge. Da unten ist zwar auch noch etwas. Was habe ich hier noch zu sehen? Ein Holzpfeil, ja, nehme ich gerne mit. Wow. Was ist jetzt los, ey? Okay, das war jetzt uncool. Das war jetzt sehr uncool. Das war jetzt sehr uncool. Sind die Plattformen jetzt nach oben gegangen? Was war das jetzt wieder mal? Das war jetzt sehr uncool. Das macht die ganze Sache jetzt ein bisschen wieder verwirrter. Da hinten sind die Klötze. Eigentlich, dass ich jetzt mega tief nach unten gesunken bin. Also besser wäre es gewesen, auf der einen Plattform zu sein und dann einfach nach oben zu gehen. Shit, jetzt bin ich aber richtig tief nach unten gesunken, oder? Ich dachte, dass das jetzt ein Fail war. Oder könnte ich vielleicht meinen Stand noch laden, den ich vorhin hatte? Das war jetzt ein bisschen doof, weil vielleicht wäre ich dort schneller nach vorne gekommen. Weil ich glaube, da irgendwo habe ich noch gekocht. Von meiner Autospeicherung. Schau jetzt trotzdem mal schnell nach. Ja, ich hatte noch meinen Speicherstand vor dieser ganzen Situation. Aber ich glaube, das Essen, das ich glaube ich jetzt gekocht habe, muss ich nochmal wiederholen. Bin ich mir nicht sicher. Doch, ich muss es, aber ich bin dann nachher für die nächste Situation nachher ready. Das war keine Windlanze davor, das war der Kleine, der sie nach vorne gewindet hat, glaube ich. So, jetzt habe ich nochmal frisch gekocht, neu gespeichert, nachdem ich gekocht habe. Jetzt probiere ich das nämlich nochmal, weil das Speichern und den Spielstand nochmal laden, nachdem irgendein Fail passiert ist, ist gar nicht mal eine schlechte Technik, weil im Hintergrund wird immer automatisch gespeichert, also recht oft. Und ich bin ja vorhin, bin ich ja irgendwie, ich weiß nicht, irgendwo da unten durch oder so. Und da vorne ist, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der erste Schrein jetzt war, ich hoffe es nicht. Das ist echt verwirrend, ey, weil ich habe ihn nicht oder wenn man ihn aktiviert, dann dreht er sich nicht mehr so rum im Kreis. Ich weiß es nicht mehr richtig. Ich bin jetzt irgendwie da oben gewesen, jetzt wieder da hinten. Also ich hoffe, ich laufe da richtig und nicht die ganze Zeit irgendwie komisch im Kreis. So. Oder ist das hier zusammengebrochen? Nein, weiter vorne. Ich habe ja noch einen Kampf gemacht. Und dann ist es zerbrochen, genau. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Ja. Kleiner, komm. So. So weit bin ich ja nicht entfernt. Da vorne ist irgendwie das Ganze passiert. Ja. Der Kleine hat mir die Dings da runter gewendet, ja. Ja. Und der kämpft da auch mit. Da ist noch mal ein gewesen. Holzstock, ja, Waffentasche ist eh voll. Und irgendwie da vorne ist alles wie zusammengebrochen. Ich glaube, ich habe dann so gesagt, ja, ich gehe nicht hier nach oben oder so. Ich nehme den Laufweg oder so. Oder? So, was passiert jetzt nicht hier? So, speichere ich hier nochmal.
Ja. Weil dann kann ich das nämlich selbst laden, weil das andere sind Autopunkte. Punkte. Oder da vorne bin ich noch durch. Oder ist die Brücke zusammengebrochen? Hey, weil irgendwas ist nämlich zusammengebrochen. Weil da vorne geht es eigentlich, glaube ich, hier richtig weiter. Ich weiß es nicht mehr, das ist richtig blöd gewesen im Fall. Speichere hier nochmal schnell, ich hab voll. Hey, wenn man da runterfällt, das ist so mühsam, alles wieder nach oben zu machen. Oder ist das der Schrein da unten gewesen? Ganz am Anfang. Ich glaub's schon, oder? Nicht, dass ich jetzt den Schrein verpasse und ich. Vielleicht hätte man auch von dem Schrein da unten alles abkürzen können. Ja, aber ich denke schon, dass ich richtig bin, weil es hat jetzt Gegner. Da ist auch einer. Der kann gar nichts machen, ich bin viel zu schnell mit der. Na, ah, mit der Lanze ist schon kaputt. Okay. Was wird hier jetzt lustig werden? Weil da vorne ist es, glaube ich, passiert, oder? Irgendwo bin ich runtergefallen. Hey, ist so ein unheimlicher Ort. Ich finde das so mies gemacht, dass die Plattform da umfällt. Aber das ist einfach so ein bisschen so der Schwierigkeitsgrad. So. Oder sie hätten runterfallen müssen. Ich weiß es nicht. Weil ich bin, glaube ich, da unten gewesen und dann sind sie doch davor mir doch kaputt gegangen. Ich denke es zumindest. So, also los geht's. So. Da hinten ist nichts, oder? Nein. Der Schrein ist der andere unter mir gewesen. So. Jetzt ist es richtig. Die Plattformen sind unter mir, glaube ich, irgendwo zerbrochen. Ja, mal zusammen. Ja. Oh, oben ist auch einer. Ja, von jeder Seite, da ist auch noch. Boah. Boah. Er hat mich, was hat mich jetzt erwischt? Lol, der bombt sich da die ganze Zeit rum. Zum guten Glück habe ich so viel Leben. Das war jetzt sehr, sehr uncool. Ja. Ja. So. Boah. Ey, das ist fies an der Wand, das ist ganz cool. Bombe! Ja, die Bomben, auf die sollte man sich achten. Mist, kann ich meinen Speicherpunkt irgendwie richtig laden? Okay, ich bin sogar da gestartet, wo ich gestorben bin. Aber wisst ihr, was mir immer nicht aus dem Kopf geht? Der Schrein da unten oder da hinten. Ich speichere kurz. Ich hoffe, ich fahre jetzt nicht gleich runter. Ja, ich schaue noch kurz nach. War es der Schrein oder nicht? Ich glaube schon, oder? Das war der ganz am Anfang. Da ist die Plattform in der Mitte gewesen. Also das heißt, wenn man den Schrein noch nicht abgeschlossen hat, dann leuchtet er noch weiter. Ich habe gedacht, wenn man ihn aktiviert, dann sieht er auch ein bisschen anders aus. Dann lade ich wieder. Ich würde mal sagen, die Technik mit dem Speichern ist perfekt hier oder halt zum Üben. Weil, ja, es ist halt zu heftig sonst. Es ist. Wenn der runterfällt oder irgendwie danach wieder nach oben möchte oder so, irgendwie, es ist einfach zu heftig. Ich habe irgendwie zu gutes Essen hier, da Kochobst. Und auf den mit den Bomben müssen wir dann nachher achten, also da können wir eigentlich. Oder ich gehe zuerst zu dem nach oben, ich gehe lieber zu dem nach oben. Ich gehe zuerst mal zu dem. Ich nehme zuerst den krassesten vor. Ja, lauf nicht weg, Junge, lauf nicht weg. Lauf nicht weg, du Schisshase. Seht ihr, ich hab Wind. Ich hab doch eine Windwaffe. Ich hab doch eine Windwaffe. Was hab ich denn hier für eine Waffe die ganze Zeit? Oder ist das der Kleine wieder gewesen hinter mir? Das ist der Kleine, glaube ich, gewesen. Oder? Moment mal, lass ich mal bei der Waffe schnell schauen. Hohe Haltbarkeit. Das ist hohe Haltbarkeit. Ah, Moment. Hier. Starken Windstoß, doch, das bin ich. Starken Windstoß, ist das die Zusammensetzung hier? Wie habe ich denn das Eisvogelschwert und blaue Bockpoppenhaut? Eisvogelschwert, starken Windstoß bei dem. Das ist nämlich mega praktisch, dieser starke Windstoß. Stoß die ganzen Gegner da weg. So.
Und anscheinend hat sie auch noch was versteckt, einfach so im Boden. Da haben sie auch die Bomben dahin getan. Ja, aber Achtung, die explodieren dann. Und hier haben wir eine Truhe. Was ist da unten? Ja, wir haben eine Truhe. Sehr schön. Und da haben wir eine neue Waffe. Nein, so eine Energie-Dingsbums. Das ist so eine Batterie. Aber ist auch okay. Ist auch okay. Okay. Also ich muss schon sagen, mir kommt dieser Ablauf hier durch dieses Wolkenchaos, Wolkenschwebenden Teile, da kommt mir vor wie so ein, schon fast wie so ein Dungeon irgendwie, weil man muss mega aufpassen. Klar, man sucht hier keinen Schlüssel oder weiß nicht was, aber ja, man muss schon aufpassen. Und jetzt hier nach oben zu kommen, da muss man jetzt natürlich auch schauen. Da muss man auch gucken. Wir haben jetzt hier ein paar Sachen, wo man jetzt wieder den Heißluftballon zusammenbauen muss. Ich mache das jetzt mal schnell. Also eigentlich würde das Ganze wahrscheinlich auch so funktionieren mit einem portablen Kochtopf. Dass ich vielleicht mit einem Tannenzapfen mich weit nach oben bringen würde, da vorne hinkleben würde. Aber ich weiß ja nicht, wie weit jetzt dieses Teil jetzt hier kommt. Oder mit so einem Dings, was ja auch noch gibt, da Ventilator, weil es hat hier zum Beispiel auch hier keinen Ventilator rumstehen. Es hat mehrere Sachen hier. Ich weiß nicht, ob der mich so weit nach oben bringt, dass ich einfach runterjumpen könnte. Ich weiß gar nicht, kann man auf dem Ballon auch nach oben gehen? Naja, ich probiere es jetzt mal so. So. Ja, habe ich mir einen Tannenzapfen erspart oder so. Und da geht es nachher weiter. Ja. Sehr schön. Was auch noch irgendwie noch ein bisschen tricky ist, dass der kleine Vogel mir keine Tipps oder so gibt. Oder eine Option anbietet. Aber die möchten natürlich, dass wir hier am besten selbst studieren. So. Also für mich ist dieses Wolken... mit diesen schweren Plattformen wie so ein Dungeon oder so ein richtiger Laufweg. Ist ein Wunder, dass ich mich nicht krass verlaufen habe. Aber es ist gut, dass ich das so gespeichert habe, falls was passieren würde. Und ich glaube, ich mache das jetzt auch nochmals. Weil ich weiß ja nicht, wenn die letzte Autosicherung gewesen ist. Weil wenn was passiert, dann macht ihr einfach wieder Spielstand laden und ihr könnt dort weitermachen, wo ihr runtergefallen seid. Rate ich euch an und da haben wir das erste Wolkenschiff. Jetzt sind wir schon so weit oben. Und da haben wir die Sprungbretter zu. Ja. Für was soll ich da rüber gehen zu dem da unten, wenn das ja näher ist? Wobei, da hat das Pilze. Die haben die extra die Pilze dahin getan. Um. Wenn man Probleme mit dem Leben hat. Das sind eigentlich wie Herzchen von früher, von Zelda, von den Spielen, wo man einfach essen kann. Da gibt es Herzchen. Oder er könnte mich eigentlich auch nach vorne wenden. Oder halt, wo man ja kochen kann und so das Ganze. Ja, da ist eine Plattform. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt falsch war. Na, da unten hat es auch noch mit dem Schiff. So. Das haben sie extra gemacht, das Schiff da unten, dass man dort drauf gehen kann. Sonst macht man einfach schnell so, wenn es so krass wäre. Also das ist ja heftig. Extrem kalt. Oh! Das heißt, da weiter oben wird es extrem kalt. Und da ist ja auch eines, das sich die ganze Zeit bewegt. Das heißt, ich muss irgendwas dann essen, oder was? Sehe ich das richtig? Njam, 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 njam. Weil ich habe ja eigentlich die richtige Rüstung an, aber weiter oben wird es anscheinend sehr kalt. Das heißt, 4 Minuten sollte vielleicht reichen. Sonst könnte man natürlich immer noch was kochen. Portalkoch oder so. Ja, jetzt muss ich mal selber schnell schauen, wo ich hingehen muss. Da unten ist wieder ein Dings.
Da ist eine Truhe, ja, die holen wir dir und so, oder? Da unten ist eh wieder ein Schiff. Ziel ist einfach weiter nach oben zu kommen. Ah, da ist der andere Schrein. Und wisst ihr, was das Geile ist? Oh, Zeitpumpen. Neues Sonarteil. Wisst ihr, was das Coole ist? Hä? Komme ich jetzt nicht? Hätte man sich da nach oben teleportieren können? Ich glaube es jetzt so nicht, oder? Nein. Oder Moment. Ich kann mich da sicherlich hinkleben, oder? Oder auch so hochgehen. Ich denke, wenn man die Steinplatte unten nicht kaputt gemacht hat, hätte die Eisplatte... Uff. Ich probiere es jetzt trotzdem anders. Sag mal. Das kann doch jetzt nicht sein, Nintendo. Nee. Nee, 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 das hätte nicht geklappt. Außer man kommt irgendwie anders dorthin. Da oberhalb hat es noch ein Schiff. Ja, schau an, ey. Schau das an, lol. Also dieses Dings, dieses Schiff-Trampolin ist der Wahnsinn. Kann das... Oh, ich bin sogar richtig krass. So hoch bin ich zum ersten Mal. Die Luft hier ist ja richtig eiskalt. Yes. Mir macht das nichts aus, aber was ist mit dir, Link? Schütze dich, sonst zerfrierst du. Wieso? Es ist gar nichts los. Ist ja alles okay, ist ja alles okay. Bin ich echt jetzt richtig durchgegangen? Also richtig. Ich habe eine Truhe, habe ich da gefunden irgendwo. Ich glaube, ich bin komplett den richtigen Weg gelaufen. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe, weil da oben hat es ja auch noch ein paar. Außer es geht dann nach... Ja, es geht sicherlich weiter nach oben hoch. Ja, von da oben wahrscheinlich. Da ist der Schrein. Ja, da ist das nächste Trampolin links. Aber durch den Schrein haben wir ja einen sogenannten, wie soll ich sagen, Speicherpunkt, wo wir uns immer wieder hin teleportieren können, wenn wir was wieder irgendwo machen möchten oder so. Ja. Weil den aktiviert. Nein, 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 nein. Nicht wegstoßen, jetzt stoßt er mich dann irgendwo hin. Machen wir den Schrein das nächste Mal, weil von der Zeit her sind wir schon ziemlich weit und ich denke, wir sind vielleicht sogar auch hier jetzt in der Mitte oder am Schluss. Wir kommen immer mehr nach oben und ich denke, da oben erwartet uns vielleicht auch ein Boss oder so, wo der diesen Sturm da erzeugt. Ich weiß es nicht. Wir machen das nächste Mal weiter. Tschüss zusammen.